Wir haben dann einen Zug genommen nach Tirol in ein Alpensanatorium. Und da haben wir richtige Maßen gehabt. Nicht? Weil am Bahnhof ist der Onkel Hansi draufgekommen, dass er seine E-Card beim Chick-Kaufen im Automaten stecken lassen hat. Nicht? Na, und so haben wir den Zug versammelt. Nicht? Und das war aber unser Glück, weil wenn ich in dem Zug drinnen gesessen waren, dann hätten wir die größte Tragödie in der Geschichte der österreichischen Bundesbahn hautnah miterlebt. Letzten Freitag auf der Westbahn, kurz vor Mitternacht, hat der Intercity Adekon 200 gemacht. Im Restaurantwagon wird Gott das Hauptmenü serviert, als der Zug ein bisschen gar die Kontenance verliert. Er schießt die Böschung runter, wo er eine Mauer rammt und somit das größte Feuer des Jahrzehnts entflammt. Und bevor 300 Fahrgäste über den Jordan gehen, gibt's noch allerhand zu sehen. Eine Tischplatte, die ist durchs erste Klassabteil marschiert, hat den Schaffner dort enthauptet und den Zugführer skalpiert. 16 Koffer sind auf einmal vom Gepäcknetz übergebracht und haben aus einem Basketballer einen Gartenzwerg gemacht. Von einer feinen Dame wird jetzt sicherlich bald wer was erben, wenn sie hängt beim Fenster raus, erwürgt vom eigenen Gedärm. Während der Schaffner ohne Kopf zum Speisewagen vormarschiert, hat sein Schädel hinter ihm noch schnell einen Fuhrguss kontrolliert. So ein Durcheinander von Schrott und abgetrennten Gliedmaßen hat die Westbahnstrecke bis zu dieser Nacht noch nicht gesehen. Die Presse fragt die Polizei und Feuerwehr voll Ungeduld, können Sie uns sagen, wer ist an der Katastrophe schuld? Es fuhren der Kupfer Charlie und sein Freund der Schrottkaiser Kurt, der Wahl auf einem Pickup, die gestohlenen Schienen fort. Der Weg führt über Ungarn runter nach Moldawien, ja, alt Metalle flattern, ist einträglich und schön. Ja, die Schrauben von den Kinderspielplatzschaukeln von ganz Wien braucht man in Albanien für Prothesen in den Knien. Alle Dreiraller aus Leasing haben sich gefladert in der Nacht und als Barhocker für Imbissturm nach Korschitze gebracht. Der Rumäne liebt die Seile von der Dachstein-Gondelbahn, damit kannst dann tanzt beim Gurt am Nasenring durch Straßenzahn. In Adlerbuchheim werden seit gestern die Kanaldeckel vermisst, dass denen die Mafia in Sofia sich Schlagringe jetzt gießt. So leben der Kupfer Charlie und sein Freund der Schrottkaiser Kurt von ihrem Gespür für Altmetalle schon seit Jahren ziemlich gut. Hierzulande oft verkannt, doch anderswo ein Wirtschaftsheld, lebt der Eisendealer frank und frei und sieht die ganze Welt. Und fährt sie demnächst mit dem Zug oder mit einer Straßenbahn über Brücken oder steht sie vielleicht unter einem Kran. Fängt es plötzlich an zu knirschen, daheim in der Garage waren der Charlie und der Kurtler bei euch auf dem Montage.